Vale. Ab dem Mittwoch ist der Chaos am Zugverkehr von Deutschland auf Frankreich als Chauffeur programmiert. Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat von mir uns Warnstreike bei den kompletten öffentlichen Diensten angekündigt. Das heißt beim Transport, Spitäler und bei den Krächen. Gestreike darf auch bei der französischen Bund SNCF. Sie hat konfirmiert, ab den 8 Uhr bis Donnerstag des Erdauer zu streiken. Konzerniert Passagiere sollten sich bei den jeweiligen Gesellschaften oder auf ihren Internetseiten renseignieren. Zunter dem 29. Januar respektiv 30. Januar ging der 12-jährige Mandy Lamisch an der 16-jährigen Skotnikov Dimitrov von Eschöl sich vermisst. Polis kann nicht ausschließen, dass beide Jugendlichen zusammen in Awe sind. Donieft geht ein weiter Person vermisst, es handelt sich um den 35 Jahre alten Alain Wagner aus der Stadt, den Zunter am Ende Mai verschwunden ist. Sämtliche Informationen und Hinweise über den Aufenthalt von den Vermissten sind direkt bei der Polis um 113 zu melden. 10 Jahre nach dem Concorde-Accident, bei dem 113 Menschen im Leben gekommen sind, ist heute ein Auftakt vom Prozess gegen den mutmaßlich Responsabel. Wegen des Homicides involontaires sind 5 Personen an die US-Fluggesellschaft Continental Airlines angeklagt. Ein Stück von ihrer Maschine war auf den Startpunkt von der Concorde gefallen und hat den Erschätzungen von den Ermittlern noch zu der Katastrophe beigedrohen. Die französische Familienmammen haben bis heute noch keine Entschädigung gekriegt und treten am Prozess unter anderem auch als Zweitakkusateuren ab. Der Prozess ist vom Gericht zu Pontoise bis auf den 28. Mai festgesetzt worden.